Guten Abend, liebe Gäste, guten Abend, aber natürlich vor allem lieber Jevard, guten Abend, liebe Frau Bremer, lieber Ingo, lieber Nasa Seterovic, die sind hier vorne alle unsere vier Gäste dieses Jahr und ganz besonders herzlich möchte ich heute Abend auch begrüßen Herrn Schmalzel, der als Vorstand der Wirth-Stiftung hier sozusagen nochmal eine extra Begrüßung bekommen muss, denn wie Sie ja wissen und wie wir jedes Jahr betonen, die Stiftung Wirth und auch die Adolf Wirth GmbH unterstützen die Poetikdozentur übrigens anders als viele andere Poetikdozenturen dieses Landes großzügig und machen es uns so möglich, wirklich bedeutende und auch umworbene Schriftstellerinnen nach Tübingen zu holen. Eben unter anderem, ja, jetzt. Ja, ist übrigens auch immer sehr nett. Wir fahren am Sonntag, ja, bevor die Poetikdozentur hier losgeht, sind wir immer in Schwäbisch Hall eingeladen, also in der Nähe des Firmensitzes von Künzelsau, wo die große, sehr sehenswerte Kunsthalle ist. Und das muss man auch sagen, also diese Stiftung und die Wirth GmbH, die stellen dann jeden Abend, diesen immer Sonntag sozusagen, eine Lesung von 300 Leuten auf die Beine, wo man anschließend, also die nicht wir, sondern auch die Gäste und Zuhörer noch ein Glas Wein bekommen. Also es ist immer eine sehr schöne Atmosphäre. So, also. Und auf diese Art und Weise können wir bedeutende und umworbene Schriftstellerinnen nach Tübingen holen, eben solche Leute wie Jevard Karahasan und natürlich auch Ingo Schulze. Jevard studierte Komparatistik und Theaterwissenschaften, arbeitete lange als Dramatiker und Dramaturg auch. Seine Theaterstücke wurden gespielt in Wien, Salzburg, Klagenfurt, Gera, Erfurt, Berlin, Leipzig, Sarajevo, Odessa, Prag, Pristina, Singapur, Washington und so weiter. Als Essayist, Redakteur und Schriftsteller lebt er heute in Graz und Sarajevo. International bekannt wurde Karahasan mit dem Tagebuch der Aussiedlung aus dem Jahr 1993, das nicht nur von der Belagerung Sarajevos berichtet, sondern genau auch in diesen Tagen, und zwar in Sarajevo, geschrieben wurde. Das Buch erschien, überarbeitet und mit einem Interview versehen im Jahr 2021 unter dem Titel Tagebuch der Übersiedlung. Und 30 Jahre später, das können Sie übrigens in allen Rezensionen auch noch nachlesen, 30 Jahre nach der, oder fast 30 Jahre nach der ersten Publikation, sind die Texte erstaunlich oder besser müsste man sagen, erschreckend aktuell geblieben. In dem Essayband Das Buch der Gärten von 2004, der mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet wurde, unter oder besser besucht Karahasan Gärten, wie wir sie aus christlichen und islamischen Mythen kennen. So heißt auch der Untertitel Grenzgänge zwischen Islam und Christentum. Also all die Paradiese besucht er dieser Welt. Ein Paradeisos war ein mit Mauern umgebener, geschützter Raum, in dem Tiere und Pflanzen gezeigt wurden als Spiegelbild und als Sinnbild einer harmonischen, einer schönen Weltordnung, die allerdings bei Karahasan nicht selten in Ruinen liegt. Sein literarischer Einsatz für die Verständigung zwischen West und Ost wurde 2020 mit dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt ausgezeichnet. Der Laudator bei der Preisverleihung bezeichnete in seiner schönen Preisrede Karahasans Romane als Schule des Mitleidens und Mitlebens. Und mit Liebens. Er empfiehlt sie sehr, diese Bücher, und warnt zugleich vor ihnen, weil sie keine einfache Lektüre seien. Man sehe sich, so der Laudator, in Geschichten hineingezogen, wo Grenzen zugleich markiert und verwischt würden, wo Positionen ebenso komplex seien wie die Erzählebenen. Orientierung sei oft schwierig in schummrigen Räumen, die sich als Chronotopoi, sozusagen als raumzeitliche Übergänge, erwiesen. Auf jeden Fall, so der begeisterte Laudator, solle man unbedingt Karahasan zuhören, weil er andere Erfahrungen besitzt als die allermeisten von uns. Der Laudator heißt Ingo Schulze.
Dieser Laudator empfiehlt allerdings nicht nur die Lektüre der Romane von Kara Hassan, fordert uns nicht nur auf, uns in diese Romane zu versenken, sondern hat sich selbst gleich mit einer der Figuren Kara Hassan so gut befreundet, dass der bosnische Gelehrte Juzo Poznan-Livniak aus Kara Hassans Sarajevo aussiedelt und übersiedelt in das Dresden von Ingo Schulzes Roman Rechtschaffene Mörder. Juzo Poznan-Livniak verdanken wir den Roman Trost des Nachthimmels. Also diesen Roman, da steht fälschlicherweise Kara Hassan drauf, er stammt aber eigentlich von diesem Juzo. Den hat er im norwegischen Exil niedergeschrieben und aus dem verabschiedet er sich dann auch 2016 von uns Leserinnen und Lesern. Juzo Poznan-Livniak verdanken wir aber auch den Erhalt des Dresdner Antiquariats von Norbert Paulini im Jahr 2020. Er ist nämlich mit seiner Frau umgezogen und wird zum Beschützer von Tausenden von Büchern, wie wir hier nachlesen können. Aber vielmehr wird er noch zum Beschützer aller derjenigen, von denen die Bücher erzählen, die die Bücher beleben und die in den Büchern überleben, wie Juzo selbst eben auch. Er kümmert sich um den wohl eingefriedeten Paradiesgarten der Lektüre in Dresden und sorgt dafür, dass an diesem geschützten Ort auch die Schwachsichtigen und Schüchternen, so Schulze auf Seite 317 und Kara Hassan auf Seite 710, leben, überleben, lieben und lesen können. Wir danken dir dafür, dass du nach Tübingen gekommen bist und wir freuen uns auf den Abend mit dir, Cevat. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine große Freude und Ehre, hier vor Ihnen stehen zu dürfen und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist zwar verdammt schwer, hier zu stehen und zu sprechen, nachdem gestern Ingo Schulze es getan hatte. Es muss aber sein. Für heutige Überlegungen zu meiner Poetik habe ich mir ein Motto bei dem großen sizilianischen Schriftsteller Leonardo Sciascia gefunden und entnommen. Die Aussage lautet: Die Menschen wissen im Allgemeinen ja nichts über sich selbst und die Welt, sofern nicht die Literatur es sie lehrt. So Leonardo Sciascia, ich glaube, er hat recht, denn gute Literatur zwingt uns zur Reflexion. Unreflektiertes Erlebnis hat man sich immer noch nicht wirklich angeeignet. Gute Literatur bringt alle, wie Ingo Schulze behauptete, Selbstverständlichkeiten in Frage. Und ohne Frage gibt es keine Erkenntnis. Nun höre ich auf, Leonardo Sciascia zu deuten und beginne mit den Überlegungen zu Eckpunkten meiner Poetik. Die drei Eckpunkte sind Dialog, Autopoiesis und Denken in den Formen statt in den Begriffen. Nun zum Dialog, zum ersten Eckpunkt meiner Poetik. Wenn ich meine Poetik sozusagen in einem Satz definieren müsste, würde ich einen mittelalterlichen Histrion zitieren, beziehungsweise Grabinschrift, die der gute Mann zu Lebzeiten formuliert hatte. Sie lautet: Andere Menschen und Vögel, Tiere
und meteorologische Phänomene habe ich so gut und so getreu dargestellt, als hätte jeder von ihnen in meiner Stimme oder mit meiner Stimme sich selbst zum Ausdruck gebracht. Ich bitte darum, einzusehen, dass der Mann im Grunde genommen von einem inneren Dialog spricht. Uns allen ist vollkommen klar, dass Schauspieler in den Dialogen arbeiten, in den Dialogen leben und denken, denn auf der Bühne sind immer zwei Partner aufeinander angewiesen. Die Schauspieler könnten, dürften sehr wohl behaupten, ich bin ich, weil du du bist und du bist du, weil ich ich bin. Aber mein Histrion weist auf eine andere Form des Dialogs hin, auf einen inneren Dialog. Denn in seiner Stimme bringt sich zum Ausdruck ein anderer Mensch, ein Vogel, ein Tier, ein Sturm, was auch immer. Und das stimmt auch. Denn ohne Schauspieler, wenn im Wesen des Schauspielers nicht zum Dialog zwischen ihm, einem einzelnen Menschen und der Figur, die er darstellen soll, nicht zu einem Austausch kommt, ist die Aufführung nichts wert. Figur bleibt ein phänomenologisches Gespenst, wenn der Schauspieler nicht seine Emotionen, seine Energie, seinen Körper, sein Dasein in die Figur hineinprojiziert bzw. der Figur nicht schenkt. Auf der Bühne agieren zugleich Stanislavski, ein Schauspieler und Figur, die Tschechow geschrieben hat, Onkel Vanya. Wir können nur über Stanislavskis Agieren, Onkel Vanya als konkretes Lebewesen empfinden. Dieser innere Dialog, in dem ein lebender Schauspieler seinen Körper, seine Emotion, seine Energie einer literarischen, dramatischen Figur ausleiht, könnten wir auch in der Literatur beobachten. Ein Schriftsteller muss mit seinen Figuren in einen Dialog, in ein Gespräch treten, um diese Figuren einigermaßen zu beleben, zu verstehen, mit ihnen sozusagen ein literarisches Werk zustande bringen. Daher möchte ich eben meine Poetik mit den Behauptungen meines Histrions sozusagen illustrieren und über diese Poetik reden. Denn ich kann mit der Niederschrift eines Buches beginnen,
wenn ich all meine Figuren etwas besser kenne als mich selbst. Ich weiß Bescheid, was jeder von ihnen in einer Kneipe bestellen würde. In meinem Ohr, inneren Ohr höre ich, wie er es bei einer jungen Frau tut, wie er bei einer Dame in besten Jahren bestellt oder bei einem älteren Herr. Ich weiß über ihn oder über sie alles, was man wissen kann. Erst dann kann ich mit der Niederschrift beginnen. Und am Ende unterscheidet sich diese Figur sehr oft wesentlich von der, die ich so gut gekannt habe, bevor ich mit der Niederschrift begonnen habe. Warum denn? Weil im Dialog zwischen uns hat sich eine Entwicklung der Figur ergeben. Ohne diesen Dialog wäre die Figur meiner Vorstellung gleich. Und jedes Mal, es ist mir zweimal geschehen, dass am Ende ein Buch vollkommen meinem Konzept entsprach. Beide Male habe ich das Buch weggeworfen. Denn wenn ein Buch wirklich nur meins ist, ist es kein gutes Buch. Buch muss offen sein. Also, wie mein Histrion träume ich davon, dass in meinen Büchern andere Menschen, Ereignisse, klimatische Phänomene, Becher, sich zum Ausdruck bringen. Um das zu erreichen, muss ich ununterbrochen mit diesen Ereignissen, Figuren sprechen. Denn ehrlich gesagt, ich weiß nichts mit der Literatur anzufangen, die sozusagen auf das Ich des Autors zugespitzt ist. Mein Held Abu Said aus dem Roman Trost des Nachthimmels sagt an einer Stelle, das menschliche Ich ist eine merkwürdige Krankheit. In diesem Leben kann man aber von dieser Krankheit nicht genesen. Denn alles, was ich sehe, ist mit meinem Ich verbunden. Die Art und Weise, wie ich etwas verstehe, hängt von meinem Ich ab. Empedokles behauptete, ein Mensch sieht und erkennt in der Welt nur das, was er in sich trägt. Also, ich kann von meinem Ich nicht genesen. Warum sollte ich jetzt, bitte ich Sie, über dieses Ich noch schreiben? Wozu sich um etwas bemühen, was man nicht vermeiden kann? Daher finde ich es viel vernünftiger, Literatur über andere zu schreiben. Literatur als Form des Dialogs zu verwirklichen. Denn in der Sprache, durch die Sprache, ist der Mensch ein Wesen mit dem anderen. Sobald ich Mund aufgetan habe, habe ich den anderen aufgerufen. Die Sprache öffnet mich anderen gegenüber. Und dieser Dialog
von dem ich so begeistert spreche im Zusammenhang mit meinen Figuren, Ereignissen, die Sujet oder Fabel oder Geschichte meines Romans ausmachen, spreche, lebt weiter und spielt sich im zwischen dem Leser und dem Buch ab. Denn philosophisch gesprochen, mein Roman ist eine Potentialität für Literaturprofessoren, ein phänomenologisches Gespenst. Dieser Roman wird zu einer Aktualität im Akt des Lesens. Der Leser projiziert seine Fragen, seine Erfahrungen, seine Gefühle in das Buch hinein. Und so wird das Buch zu einer Aktualität. Daher behaupte ich, dass es so viele Versionen eines Romans von mir gibt, wie viele Leser es gegeben hat. Meine Version meines Romans ist nur meine. Selbstverständlich kennen die Literaturprofessoren eine objektive Version, die aber nicht wirklich ist. Die bleibt wie eine geschriebene dramatische Person, nur eine Potentialität. Und wie sich die dramatische Person konkretisiert, zu leben beginnt, Emotionen zu erwecken, imstande wird, so wird auch ein Roman lebendig, konkret, durch Akt des Lesens, wenn ein Leser mit dem Roman ein Gespräch führt. Ohne Leser bleibt der beste Roman nur eine Potentialität, ein Gespenst, eine Möglichkeit, gute, wichtige Möglichkeit, aber eine Möglichkeit. Damit erkläre ich eine sozusagen technische Tatsache, eine technische Eigenschaft meiner Romane und Erzählungen, nämlich die sind voller Dialoge. Mein Erzähler, und der bin niemals ich, interveniert überhaupt nicht in die Gespräche zwischen meinen Figuren. Er lässt sie sich selber zum Ausdruck zu bringen. Er versucht nicht einmal, eine Figur zu definieren, über sie den Leser zu informieren. Nein, er bleibt vornehm zurückhaltend und lässt sie sprechen und agieren. Warum das? Einerseits um Objektivität der literarischen Darstellung möglich zu machen und andererseits den Figuren sozusagen Raum zu schaffen, sich selber zum Ausdruck zu bringen. Und ich bitte darum, Objektivität richtig zu verstehen. Seit Renatus Cartesius wird uns allen auf die Überzeugung aufgedrängt, dass objektiv unzertrennlich mit dem Blick von außen verbunden sei. Also ich bin objektiv, wenn ich alles, worauf mein Blick fällt, zu einem Objekt mache. Nee. Das ist nicht objektiv, das ist nur ein Blick von außen.
Nur der Blick ist objektiv, der von innen und von außen sozusagen einen Gegenstand des Sehens anschaut. Der Blick ist objektiv. Denn in dem Blick sind beide Akteure, Subjekten und Objekten zugleich. Und nochmal zurück zu der Tatsache, dass meine Figuren am Ende wesentlich anders sind, als sie es waren, sobald ich glaubte, sie absolut richtig gut zu kennen und über die Entwicklung dieser Figuren. Wie gesagt, ich bemühe mich, Stimme einer jeden Figur zu hören, wiederzuerkennen und die Figur lassen, mit ihrer Stimme zu sprechen. Meine großartige Übersetzerin Katharina Wolf-Grieshaber hat mal gesagt, dass wirklich gute Übersetzung jene ist, die Stimme des Buches in eine andere Sprache überbringt, nicht Text. Eine dramatische Person weckt in uns Emotionen auf, weil Schauspieler in seiner Stimme die Stimme der Person konkretisiert. Stimme ist etwas absolut Einmaliges. Wenn ich mit künftigen Künstlern gearbeitet habe, als Professor mit Schauspielern, Regisseuren, hatte ich immer ein großes Problem, nämlich junge Menschen, dazu Künstler. Sie haben sich stets bemüht, ihre Originalität zu demonstrieren. Und ich musste armer Mensch immer wieder erklären, ihr Lieben. Jeder von euch ist ein einmaliges Original. Jeder von euch ist absolut unwiederholbar, einmalig, originell. Niemand hat genau ihre Stimme. Niemand spricht genau in dem Rhythmus, in dem sie sprechen. Niemand verbindet mit einem Wort, das Sie aussprechen, gerade die geistigen Bilder, die Sie verbinden. Übrigens, sogar die Polizei hat verstanden, dass jeder von uns absolut originell einmalig ist. Also wozu sich bitte um etwas bemühen, worauf wir sozusagen verurteilt sind? Kunst ist uns geschenkt, damit wir unsere Einmaligkeit, unsere Originalität anderen gegenüber öffnen können, verständlich machen. Das ist die Aufgabe der Kunst. Damit wir, Kunst ermöglicht es uns, mit anderen wirklich ins Gespräch zu kommen. Den anderen gegenüber zugleich Subjekt und Objekt zu sein, wie er uns gegenüber.
Und die Entwicklung einzelner Figuren, von der ich schon gesprochen habe, die dazu führt, dass diese Figuren am Ende wesentlich anders seien als am Anfang des Buches, führt uns zum zweiten Eckpunkt meiner Poetik, nämlich Autopoiesis. Die Idee der Autopoiesis habe ich dem großen Lehrer Goethe entnommen. In einer Notiz äußert Goethe die Überzeugung, dass Kultur und alle kulturellen Phänomene, somit auch Kunstwerke, etwas Organisches haben. Einigermaßen mit den Lebewesen gleich sind. Und das hat mir in der Tat Augen geöffnet, das hat mir wesentlich geholfen, meine Probleme mit den Kunstwerken, vor allem mit der Literatur, zu verstehen, die ich bis dahin hatte. Denn ich habe in der Tat literarische Figuren immer viel konkreter erlebt, immer wesentlich besser gekannt als Leute um mich herum. Hätte ich, als ich in der zweiten Gymnasiumklasse war, in der Nachbarschaft eine alte Frau, hätte ich sie mit Sicherheit mit einer Axt umgebracht. Wie Raskolnikow aus dem Roman Schuld und Sühne von Dostojewski getan hat. Keinen Kollegen in der Schule, keinen Nachbar habe ich so gut gekannt wie Figuren von Tschechow. Mit dem armen Werther habe ich gelitten wie mit keinem nächsten Menschen. Also, wie ist das möglich? Das hat mir Goethe erklärt. Weil gutes literarisches Werk etwas Organisches in sich hat. Es funktioniert wie ein Baum, Blume, ein Tier, ein Mensch. Und alles Organische macht bei seiner Gestaltung mit. Sie können sehr wohl ihre Blume einigermaßen von außen gestalten, aber die Blume gestaltet sich auch von innen. Ein Tier ist nun mal auch ein Subjekt. So muss es auch mit der guten Literatur gehen. Und das habe ich unzählige Male unmittelbar erlebt. Wenn ich an einem Roman schreibe, warte ich auf den Augenblick, in dem einzelne Figuren mit ihrer Stimme zu sprechen beginnen. Wenn das geschieht, bin ich mir sicher, jetzt schreibe ich an dem Roman. Was ich bis jetzt geschrieben habe, war sozusagen Einführung, war eine Suche nach dem richtigen Ton, nach der richtigen Perspektive und so weiter und so fort. Von dem Augenblick an gestaltet sich das Buch
einigermaßen auch von innen. Gestaltet es selbst. Selbstverständlich ist meine Hand diejenige, die schreibt. Selbstverständlich ist mein Kopf derjenige, aus dem einzelne Sätze kommen. Aber das Buch macht mit. Die Figuren können sehr wohl meine Absicht, meine Pläne ablehnen. In dem Falle muss ich eben gehen, denn ich denke im Gehen. Ich kann nicht am Schreibtisch denken. Und im Gehen kann ich mit der Figur irgendwie ins Reine kommen. Wir können uns einigermaßen verständigen. Und diese Autopoiesis ist, glaube ich, für meine Literatur absolut entscheidend. Nochmal, wenn das Buch wirklich nur von mir kommt, ist es sicherlich nicht des Lesens wert. Bücher sind Gespräch. Literatur ist ein Dialog zwischen dem Autor und seinen Figuren, Ereignissen und so weiter. Literatur ist ein Gespräch, Bücher sind ein Gespräch zwischen dem Leser, literarischen Figuren. In dem großen, unendlichen Ozean der Sprache reden wir miteinander. Und übrigens, gerade die autopoetische Dimension der guten Literatur führt auch dazu, dass sich einzelne literarische Werke über Jahrhunderte, über Millionen von Kilometern, über Sprachgrenzen verständigen, miteinander reden. Es gibt so viele Bücher, die miteinander tief, stark, ganz offensichtlich verbunden sind, obwohl ihre Autoren sich nie gegenseitig gelesen haben, obwohl sich ihre Autoren nicht gekannt haben. Denn Sprache spricht uns, behauptete Claude Lévi-Strauss. Ich glaube zu Recht. Die Sprache ist älter, tiefer, weiter, klüger als wir, die sprechen. Und die Sprache, das schöne Wunder der Sprache macht es möglich, dass ein literarisches Kunstwerk an seiner eigenen Gestaltung mitwirken kann. Und dieses Mitwirken nenne ich Autopoiesis. Und das führt zum dritten Eckpunkt meiner Poetik, den ich als Denken in Formen statt in Begriffen nennen würde. Wieder seit Renatus Cartesius wird uns das Denken in den Begriffen aufgedrängt. Es gab sehr viele Denker, der liebe Gott möge ihnen nie verzeihen, die davon geträumt haben, eine Sprache zu konstruieren, die so eindeutig und präzise wäre wie die mathematische Sprache, wie die Mathematik. Um Himmels Willen,
einen so schrecklichen, so totalitären Wunsch. Ich zittere vor Angst, wenn ich darüber spreche. Stellen Sie sich vor, in einer Sprache zu sprechen, die eindeutig wäre. Da wäre es absolut undenkbar, in dieser Sprache zu spielen. Und wer von uns nicht mit seiner Sprache spielt, wer von uns nicht wenigstens einmal dem geliebten Wesen seine Liebe, seine Zuneigung nicht mit einem groben, verletzenden Wort zum Ausdruck gebracht hat. Ach du, mein liebes Ungeheuer. Denn uns wird weiß gemacht, dass die Sprache ein Verständigungsmittel sei. Stimmt, aber Sprache ist nur nebenbei ein Verständigungsmittel. Wir können uns sehr wohl auch ohne Worte verständigen. Es geht darum, dass die Sprache Ausdruck des inneren Wesens von Menschen ist. Dante hat es behauptet, in der Sprache bringt ein Mensch sein inneres Wesen zum Ausdruck. Der große und leider weitgehend vergessene Wilhelm von Humboldt erklärte, der Mensch lebt geistig in der Sprache, nicht in der Welt der materiellen Gegenstände. Wir Menschen, ich fast zitiere weiter von Humboldt, verstehen die Welt. Wir empfinden sie sogar so, wie sie uns durch unsere Sprache dargestellt wird. Also bitte, 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 liebe Denker, liebe große Philosophen, verzichten Sie auf Reform unserer Sprache, die gar keine Sprache mehr wäre, wenn Sie die Eindeutigkeit der arithmetischen Phänomene erreichen würde. Begriffe lassen sich von außen definieren. Das würde ich gerne als eine Grunddefinition bezeichnen. Daher sind Begriffe weitgehend eindeutig. Zahlen in der Welt der Arithmetik sind auch eindeutig, weil sie eindimensional sind. Eins ist eins. Sieben ist sieben. Ein Professor erklärte mir mal, als ich mir gönnte, Anspruch der exakten Wissenschaften zu ironisieren, die sichere, absolut zuverlässige, unbezweifelbare Wahrheit zu besitzen, sagte der Professor, aber auch Sie werden sich, hoffe ich, damit einverstanden erklären, dass 2 mal 2 sicher, absolut sicher, immer unter allen Umständen 4 macht. Ich sagte, ja, gerne. Aber warum? Weil es sich in der Welt der Arithmetik abspielt, in einer konstruierten Welt. In dieser Welt gibt es keine Umstände. In dieser Welt gibt es kein Leben, kein Körper, keine Gefühle. Alles in dieser Welt ist eindimensional. Und in der Welt des Lebens ist nichts eindimensional.
Die Tatsache, dass mein Körper dreidimensional bzw. vierdimensional ist, denn mein Körper erstreckt sich auch in der Zeit, belastet mich schrecklich. Aber ohne dies gibt es weder diesen Körper noch mich. Lassen Sie in die Welt der Arithmetik ein klein wenig Körper reinkommen, Gefühl, Leben. Werden Sie sich überzeugen, dass 2 mal 2 gelegentlich 4 macht. Sehr selten 5, meistens 3 oder 2,5. Denn in der Welt des Lebens, in der wirklichen Welt, gibt es keine Eindimensionalität, somit auch keine Eindeutigkeit. Unsere Gefühle sind niemals so aus einem Stück eindeutig wie Kitschvorstellungen behaupten, die uns allen heute aufgedrängt werden. Reines Glück. Quatsch. Glück ist immer mit Angst, Schmerz, Fragen verbunden. Welche Mutter hat das Glück der Mutterschaft nicht mit unzähligen schrecklichen Ängsten verbunden? Denn, seien wir bitte ehrlich, alles, was existiert, bedroht ihren Sohn oder ihre Tochter. Der Sohn des Nachbars lernt Autofahren, damit er ihren Sohn überfahren kann. Nachbarin züchtet Blumen auf dem Balkon, damit ein Blumentopf ihren Sohn oder ihre Tochter umbringen kann. Und. Alles bedroht ihr Kind. Also, was will ich behaupten? Das größte, das schönste Glück, das auf dieser Welt möglich ist, ist mit schrecklichsten Ängsten verbunden. Es gibt kein eindeutiges, eindimensionales Gefühl. Gefühle sind in uns Menschen immer vermischt. Worauf ich hinaus will: Begriffe sind, wie gesagt, eindeutig, von außen definiert und funktionieren sehr gut, wenn man Objekte thematisieren, verstehen will. Aber in der Welt des Lebens sind Begriffe schreckliche Vereinfachungen. Ich würde fast sagen, Verletzungen, sie helfen nicht. Das Leben muss man in den Formen denken. Und das tut gerade Literatur. Gute Literatur denkt in Formen, lehnt jegliche Eindeutigkeit ab, verzichtet auf alle Vereinfachungen. Und bemüht sich darum, die wunderbare und erschreckende Komplexität des Lebens und des menschlichen Wesens zu bewahren und zu artikulieren.
Deshalb nenne ich, behaupte ich, dass Literatur ein Denken in Formen ist. Begriff bezieht sich auf seine Definition. Schluss. Form spielt immer mit der Komplexität. Form denkt in dem wunderbaren Spiel zwischen dem Gemeinsamen, Ähnlichem und Unterschiedlichem. Goethe, Wahlverwandtschaften. Vier Menschen. Wie hießen sie, Mama Mia? Eduard, Charlotte, Hauptmann und Ottilie. Zwei Paare, die sich irgendwie in Frage stellen, die ein Thema, und ich bitte darum, unter Thema, Idee und Form zu verstehen. Das Thema des Romans ist eben Verhältnis, Zusammenhang zwischen Liebe, Freundschaft, Entscheidung, Konvention und so weiter. Eine Paar, Eduard und Charlotte, das ich einst liebte. Jetzt lebt jetzt in einer schönen Beziehung, die aus Freundschaft, netten Erinnerungen, langen Sehnsüchten und übrigens Interessen zusammenlebt. In ihr Leben treten zwei Fremde ein. Hauptmann, zu dem Charlotte etwas Undefinierbares empfindet. Und ihre Charlottas Ziehtochter, zu der Eduard etwas absolut Definierbares empfindet. Und Goethe erzählt, demonstriert, zeigt uns ganz offensichtlich, dass Liebe, von der wir alle zu Recht träumen, verdammt gefährlich sein könnte. Und dass eine Ehe, die ein wenig Interesse, ein wenig Freundschaft, ein wenig Duldsamkeit, ein wenig Toleranz fordert, recht gut funktionieren und dem Leben dienen kann. Dasselbe Thema und eine sehr ähnliche Form finden wir bei einem anderen Großen, nämlich Lew Tolstoi. Wir erinnern uns, drei Paare. Oblonski, Anna Karenina und ihr Ehemann Karenin, beziehungsweise ihr Liebhaber Wronski und Kitty und Levin. Die Ehe Oblonskis ist eine ganz normale bürgerliche Ehe. Oblonski treibt es mit allen Hausmädchen, mit allen Nachbarinnen, mit allen Fliegen, Vögeln. Und seine arme Frau muss das dulden. Aber diese Ehe dauert.
Sie haben Kinder, sie haben Nachbarn, sie haben Freunde und das Leben zieht sich irgendwie fort. Anna Karenina erlebt das größte Unglück, das man sich überhaupt vorstellen kann. Sie erlebt die wahre, mystische, göttliche Liebe. Es ist kein Zufall, dass sie Wronski im Zug während eines Sturms, Schneesturms, kennenlernt. Da entzündet sich die Liebe. Also im Augenblick, in dem ihre Liebe entsteht, tobt die ganze Welt. Und diese göttliche, schreckliche, wunderbare Liebe vernichtet sie beide. Sie vernichtet nebenbei auch den armen Karenin, der alles Menschenmögliche getan hatte, um seine Frau zu verstehen, um ihr dabei zu helfen, diese Liebe, diesen Fluch zu ertragen. Und zwischen Kitty und Levin entsteht wieder eine menschliche Beziehung. Levin treibt es mit keinem Mädchen aus der Nachbarschaft, weil er sich über kosmische Angelegenheiten kümmert und um das Gut kümmert. Also statt zwei nimmt Tolstoi drei Paare. Statt einer menschlichen Liebe, die gefährlich ist, führt er in seinen Roman eine göttliche, mystische Liebe, die vernichtend wirkt und die das Leben lebenswert macht. Aber ich bitte darum, eine Sache einzusehen. Weder Goethe noch Tolstoi erzählen Geschichte, die eindeutig ist. Sie beide zeigen in einer Form, in einem konkreten Körper, wie großartig und schlimm die Liebe ist. Wie armselig und dauerhaft eine Ehe ist, die auf Vernunft und Interessen ruht. Wie zwischen den Menschen alles möglich ist und wie unser inneres Wesen unser Schicksal bestimmt. Die beiden großen Lehrer zeigen uns ganz offensichtlich, dass Charakter doch unser Schicksal ist. Wenn jemand seinem inneren Wesen nach für kosmische Liebe fähig ist, Gott möge ihm helfen. Und gestatten Sie mir bitte noch ein Beispiel, nämlich meine Obsession Sophokles. Der gute Mann schrieb im 5. Jahrhundert der alten Zeitrechnung ein Krimi. Volle 24 Jahrhundert, bevor Krimi-Genre entstanden ist, hat er diesen Genre parodiert. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, König Ödipus ist ein Krimi. In Theben herrscht Pest.
Und die Götter, Apollo, teilen mit, dass die Pest vorüber ist, wenn Mörder des vorherigen Königs Laios Labdakos ermittelt und bestraft wird. König Ödipus, wie nennt man das, übernimmt Ermittlungen und entdeckt am Ende, dass er der Mörder ist und derjenige ist, der bestraft werden muss. Das Stück ist reine, absolut konsequent durchgeführte Krimi-Geschichte. Raum und Zeit sind in diesem Stück auf ihre Messbarkeit reduziert. Wo wurde Laios Labdakos ermordet? Auf einer, das habe ich notiert, auf einer Scheide dreier Wege, wo Wege, die nach Delphi, nach Daulia und nach Theben führen. Auf dieser Scheide wurde Laios Labdakos ermordet. Wann ist es geschehen? Kurz bevor du nach Theben kamst. Waren es mehrere Mörder oder nur einer? Verstehen wir? Zahlen, Messbarkeit, wie in einem Krimi. Alibi. Herr König, hast du ein Alibi? Indem er eine reine Kriminalgeschichte schreibt, zeigt Sophokles, wie wenig von der Kriminalgeschichte bleibt, wenn man sich wirklich über Menschen fragt. Er parodiert Krimi-Genre, indem er es absolut getreu formuliert. Und ich bitte darum, eine großartige Tatsache wahrzunehmen. Im geometrischen Zentrum des Stückes, in Episodion 3, soll die Befreiung Ödipus erfolgen. Aus Korinth kommt ein Mann, um ihm mitzuteilen, dass seine Eltern tot sind. Und gerade dieser Bote des Glücks bringt Verderben. Im Stück, wenn Sie sich erinnern, und erinnern Sie sich sicherlich, werden zwei Formen des Wissens gegeneinander gestellt. Ödipus, Vernunft, das vernünftige Wissen. Ein großer, einer, der alles, was Menschen wissen können, weiß. Denn er hat Theben von Sphinga befreit, mit seiner Vernunft. Ihm gegenüber steht Teiresia, ein Blinder, Inspirierter, einer, der, sagen wir mal, das mystische Wissen erreicht hat. Und in ihrem Agon besiegt Ödipus souverän seinen Gegenüber. Er schreit ihn an und erklärt ihm, Teiresia sei blind bei Augen, Vernunft, Seele. Denn Ödipus weiß alles, außer einer Kleinigkeit, wer er ist. Und diese Demontage der Krimiform
ist einfach großartig. Einen so guten Krimi, der sich selbst parodiert, das ist purer Genuss. Am Ende, wenn wir schon bei dem Denken in Formen sind, gestatten Sie mir bitte eine Bemerkung pro domo sua. Nämlich, ich bin absolut unfähig, meine Romane zu interpretieren und zu deuten, weil ich eben diese Romane in den Formen denke. Es ist mir einige Jahre nachdem mein Buch Trost des Nachthimmels erschienen ist, klar geworden, dass in diesem Buch drei Genres vorhanden sind. Eine Kriminalgeschichte, die eben wieder keine ist, ein quasi historischer Roman und ein platonischer Dialog. Da ist mir auch klar geworden, warum ich einige Episoden, die ich sehr mochte, streichen musste. Zum Beispiel im dritten Teil gab es ursprünglich eine Episode, die erzählte, wie Omar Khayyam und der junge Bosnier Vukac aus der Stadt Balch zurück nach Nishapur reisen sollen. Soldaten des Herrschers von Balch begleiten sie und fragen sich, was tun jetzt, denn Späher haben einen Hinterhalt von Räuber festgestellt, gesehen. Khayyam schlägt vor, über die Salzwüste zu reisen, denn er hat sich nach Sternen orientiert. Wie zum Trotz kommt ein Südwind und verdeckt mit Staub die Sterne. Khayyam schimpft und sagt, verdammt, was sollen wir jetzt tun? Der junge Bosnier fragt, was ist denn los? Ja, wir haben uns verloren. Wie denn? Ja, wir wissen nicht, wo wir sind. Aber da sind wir, Mann. Du, ich sehe dich vor mir stehen. Weil diese Episode etwas Abenteuerliches an sich hatte, musste ich sie streichen. Denn im platonischen Dialog ist nur ein geistiges Abenteuer möglich. Das wusste ich, das fühlte mein Wesen, bevor ich überhaupt wusste, dass ich an einem platonischen Dialog schreibe. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für die großartige Gelegenheit, zu Ihnen zu sprechen. Danke. Thank you.